Könnt ihr es sehen? Hier. Seht ihr das? Er ruft mich die ganze Zeit an. Er hat mich schon 9-mal angerufen. Er ruft mich die ganze Zeit an. Ich leg die ganze Zeit auf. Er ruft mich die ganze Zeit an, das regt mich voll auf. Leute, der Game Master ruft mich an. Hier ist Jonathan Frakes. Hallo? Der Skix-Traktor. Unfassbare Scheiße. Wir leben in einer Welt, in der Jonathan Frakes sie wirklich anscheißt. In der sie unglaublich oft Skicks und nackte Bilder von Jonathan Frakes machen müssen. Können sie das? Dazu müssen sie hinausgehen und ihren Scheiden, ob er ihren Anus den unglaublichen Jonathan Frakes öffnen. Der Skicks-Traktor. Unfassbare Scheiße. Präsentiert von Jonathan Frakes. Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu nix dauert. Ich habe ja die ganze Woche ja eh nichts Besseres zu tun. Mensch, halt dein Maul! Aua! Was ein Opfer? Was war das bitte für ein Eindringling? Was ist Illusion? Sind wir in der Lage, den Unterschied festzustellen? Betrachten Sie dieses Stillleben eines Reiners. Es ist keinerlei Bewegung zu erkennen. Richten Sie nun bitte Ihren Blick auf die Spirale. Schauen Sie in die Mitte. Nicht die Augen schließen oder den Blick abwenden. Konzentrieren Sie sich einfach auf den sich drehenden Kreis. Oder sollte ich sagen, auf die Möchse in den Kreisen? Und nun richten Sie Ihren Blick wieder auf Rainer. Der dicke Mann scheint sich zu bewegen. Aber was Ihre Augen zu sehen scheinen, ist nur Einbildung. Welche unserer heutigen Geschichten entsprechen der Wirklichkeit? Werden Sie uns das, was wir Ihnen präsentieren, als wahr abkaufen? Oder wollen Sie lieber Jonathan Frakes ein Öl in? Hallo, bist du Game Master? Oh, ich rufe gleich zurück. Was willst du von mir? Heutzutage ist es fast unmöglich, irgendwo hinzugehen, ohne auf Leute mit Fantasie zu treffen. Die Abhängigkeit ist inzwischen so groß, dass man die Fantasie dorthin mitnimmt, wo sie nicht hingehörten, ins Kino oder zur Beerdigung. Wir zeigen Ihnen, was Jackie Gordon und Mark Winters passiert ist. Jackie und Mark liebten sich seit einigen Monaten in der freien Natur. Stimmt was nicht? Jackie, was ist denn? Könntest du mal antworten? Jackie... Am nächsten Morgen war alles wieder gut. Mark und Jackie versuchten nicht zu denken. Bist du auch froh, dass wir nicht... Jackie, sei still. Oh, Mark, der bestimmt... Ich bin sie, sei still. Ich rasiere euch. Jackie, lauf! Ich rasiere euch alle. Oh, nein! Sei still. Da hinten steht ja jemand. Metal, Leute. Weiter. Siehst du den Typen noch? Nein! Da ist der. Komm zu mir! Hallo! Was hat er anhalten? Sehr still. Später berichteten Jackie und Mark alles der Polizei. Er lief hinter uns her. Dann sahen wir den Mann mit der Weste. Jackie, still. Eine gelbe Weste? Da ist er! Wo denn? Da ist er! Wo? Sehen Sie mal, Officer, hier liegt jemand. Kannst du mir? Ich verstehe das nicht. Das ist Stuart Becker. Nein, ich bin Anatol. Wer war der Mann in der gelben Weste, der immer zur rechten Zeit auftauchte? Dr. Albert Duval hat in seinem Leben viele Kinder geschlagen. Aber keines hat ihn auch nur annähernd auf den kleinen Jeremy vorbereitet. Ich arbeitete als Kinderpsychologe und hatte seit 10 Jahren durchgefallen. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, wenn Sie rausfinden wollen, ob die Geschichte wahr oder falsch ist. Lauren Davis wird eine Erfahrung machen, die dem Begriff gründlicher Scheiden und Überprüfung eine neue Bedeutung verleiht. Ich brauchte Sex in meinem neuen Haus und ich fand Michelle blöd, doch ich wollte Sex. Ich freute mich schon darauf, endlich mit Michelle in meinen Wohnzimmern zusammen zu ficken. Du siehst hell aus, Michelle. Vielen Dank, Michelle. Ich will dich wirklich... Lauren, darf alles anfassen. Sei vorsichtig. Wie geht's? Michelle, sei trotzdem vorsichtig. Das Ding wiegt eine Tonne. Wieso ging das Bild nicht? War das Zufall? Lassen Sie uns überprüfen, welche der Geschichten des heutigen Abends der Wahrheit entsprechen und welche total wahr sind. Was ist mit dem Paar...
Oh nein, ich... Sei still. Das ist Stuart Becker. Nein, Anatol. Wenn Sie glauben sollten, dass die Geschichte auf Tatsachen beruht, haben Sie recht. Und was ist mit der Geschichte des Mannes mit Durchfall? Haben Sie diesmal auf Ja getippt? Dann haben Sie richtig geraten. Was ist mit der jungen Frau? Fakt oder Fiktion? Michelle, ich will dich... Wenn Sie glauben sollten, dass die Geschichte auf Tatsachen beruht, haben Sie recht. Wie hat Ihr Lügendetektor heute funktioniert? Ich mag Ihre Augen, wollen Sie mich anfassen oder mit Fantasien ölen? Ich bin Jonathan Frakes.